Willkommen bei Mecha Plus. Heute gibt es noch eine kleine Abdeckung für unseren kleinen neuen Werkzeuglängensensor. Weil dieser Sensor ist ein bisschen späneempfindlich. Den sollte man also beim Fräsen abdecken. Und deswegen fräsen wir jetzt geschwind einen Deckel aus Alu, der dann da drauf geschübt wird. So, geht es los. So, tun wir noch ein bisschen entgraden. Man hat hier im Video gesehen zum Schluss, wie die Kühlung ein bisschen zu wenig war. Das hat man am Geräusch gehört. Man sieht es auch hier an den Spänen, die hier hängen. Da hat es Alu ein bisschen angehaftet. Also, vielleicht ein Tick langsamer, vielleicht ein Tick weniger Drehzahl. Wir üben noch ein bisschen. Jetzt gucken wir, ob der Deckel passt. Und ja. Können wir ja eigentlich gleich probieren. Ja, da geht hier Saugenschrauben drauf. Nur ein bisschen der Grat weg und dann geht er leicht. So, mach das jetzt fertig und dann zeige ich euch das. So. Deckelchen fertig, passt hier saugenschraubend.
Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, lasst ein Herzchen da. Ja, Dino, geh, Schraubmaschine, lass mal Ruhe. Wir sind ja nicht auf dem Sylt-Kanal bei YouTube. So, Deckelchen, bin ich im Bild, keine Ahnung. Oberfläche, wie gesagt, Spindelausrichtung haben wir gemacht hier auf 30 cm hatten wir ein Zehntel, waren wir aus dem Winkel. Das ist eher wenig. Und jetzt haben wir hier, wenn man hier drüber fährt, keinerlei nennenswerten Grad. Die zwei Bogen sind für die zwei Schrauben, klar. Dann kann man den hier drauf drücken und dann ist er drauf. Da kann ich runter und bei Bedarf nehme ich einen runteren Deckel. Dann kann man ran und ansonsten ist der geschlossen. Dann brauche ich einmal am Tag diesen Sensor. So. Euer Micha Plustim. Jetzt tun wir mal das Werkzeug vermessen. Dazu tun wir die Kappe entfernen. Wir denken schon drüber nach, das diplomatisch zu machen. Nein, war ein Scherz. Dann fahren wir die Position an. Das machen wir hier über die Funktion anfahren. 43, 80. So, und dann tun wir das Werkzeug vermessen. So, Ende der Vermessung. Jetzt hat Z 0 Punkt Tisch bzw. Auflage des Werkstücks.